So, auf einen weiteren Spaß mit dem Tornado. Der meint, der wäre ja so toll. Sei gegrüßt. Das, wie Alter, wie es also so wackelt, total übertrieben, ey. Oh Mann, der Tornado, das ist so too much. Verstase ist schon nice, ne? Fury generiert einen Schild um ihren Körper, der erlittenen Schaden reduziert und ihn verlangsamt, der töricht genug ist, sie zu anzugreifen. Basisausrüstung. Ich glaube, DLC oder so soll, glaube ich, kommen, wo man auch andere Rüstungen hat oder irgend so ein Zeug, habe ich mal gelesen. Naja, insgesamt zwei DLCs ja für Darksiders 2 rauskommen. Der erste soll ja so eine Arena-Gedöns haben, alles so, so ähnlich wie bei Nier Automata. Ich habe es ja auch beim ersten DLC, so eine Arena halt. Und beim zweiten DLC soll auch wieder irgendwie eine Art neuer Dungeon kommen oder irgendwie sowas halt. Dann kann man da irgendwie so auch so eine Rüstung kriegen. Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Jetzt wackelt das wieder hier. Terror, Weltuntergang. Sieht echt aus, ob die Welt untergehen würde. Wie du willst. Bitte. Wir gucken mal kurz hier beim Dings hier beim Schaffer. Wie auch das andere auch soweit upgraden können. Mal gucken, wie viele Leute machen Darksiders. Wie viele machen das? Ist alles so Darksiders hier. Oh. Okay, Darksiders, ja. Aber läuft, ne? Einige schon gut am Start hier bei Darksiders 2. Ah, ich habe das Spiel schon am 23.11. bekommen. Würde ich jetzt nicht Final Fantasy 14 als mein MO haben, wo ich auch noch gewissen Grind mache oder halt auch streame oder eben halt Black Ops 4 mit René zusammen, dann hätte ich auch schon Darksider schon vorher schon ein paar Tage durchgehabt. Da möchte wohl jemand mächtig austreiben, was? Wollen wir schon Brocken, ne? Bitter. Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Ah, Wummer Engels Artefakte. Hm. Okay, muss ich den nicht sparen. 4 Stück, 4. Ein Dämonenartefakt, 6 Stück.
Aber die Lizenz haben wir ja dazu jetzt. Gut. Dämonenartefakt 6 und Engelsartefakt 4. Interessant. Weiß nicht, ja. Solange ich mich noch nächstes Mal noch daran denke, ne? Mal sehen, was ich für dich tun kann. Hier brauchen wir. Achso, da haben wir da schon alles soweit. Ah, guck mal. Brauchen wir eigentlich nur noch die. Nur noch die Artefakte, Dämonen und Engel. Sei gegrüßt. Bitte, lass dir Zeit. Andere Teleport. Womit kann dir dieser bitte? Lass dir Zeit. Keine Ahnung. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Bitte, lass dir Zeit. Och jo. Hier noch Glühweintee. Ja, und während ich Animes schaue, werde ich dann die ganzen Parts da auch nochmal dann hochladen. Ich habe jetzt noch vorgehabt, noch den siebten Todsünde noch zu erledigen. Und dann machen wir sonst demnächst dann noch den Abschluss, soweit ich das denken kann, weil wenn wir alle sieben Todsünden eingefangen haben, sollten wir wohl soweit sein, dass wir nun gegen die eine darstellen können. Der hochnäsige Engel da. Keine Ahnung, wie lange das denn noch, wie viel da wir noch brauchen werden, müssen wir mal gucken. Lass jetzt mal den Tornado noch da vorbeigehen, wie es sich so wieder, ne, wisst ihr. Tornado, ne? Ja.
Bin ich mal gespannt. Womit kann dir dieser bescheidene... Welcher dieser Schankwöcher ist er denn eigentlich? Lass dir Zeit. Der ist hier nicht drinnen, ne? Ist das ein Fehler? Weiß das nicht. Eigentlich müsste der dann normalerweise da angezeigt sein. Ich verstehe aber nicht, warum der da nicht angezeigt wird. Genau, ne? Genau. Warte mal. Warum nehmen wir einfach nicht unsere lineare Fähigkeit? Ich glaube, da sollte das wohl nicht passieren, ne? Wir hochgezogen werden. Der Tornado ist echt des Todes, ne? Ah, da geht das Tor auf der Hände, okay. Dein Ernst? Ja, dieser Tornado, ne? Ein richtiger Troll ist das. Bist du ein Troll, ne? Ja, ich hasse diesen Tornado, ey. Das ist... Der muss echt schnell weg. Irgendwie muss der... vernichtet werden.
Komm, 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 der kommt wieder gleich. Nein! Oh, dieser Tornado. Ey, ich hätte echt warten sollen, ne? Ich warte nächstes Mal. Ich warte einfach. Ich warte einfach, bis er hinfliegt, er wieder zurückfliegt und dann probiere ich das halt so. Es kann doch nicht sein, dass er so schnell wieder zurück ist. Ich warte jetzt mal kurz. Nein, ey, dieser Tornado, ne? Jetzt lässt er sich Zeit. Mal auf. Pass mal auf. Ich mach das jetzt mal so. Pass mal auf jetzt. Ja. 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 Ich wusste das. Ich wusste das einfach. Das ist so ein blödes Ding. Ich hasse diesen Tornado, ey. Das ist so ein widerliches Teil, ey. Das ist echt einfach nur traurig, ey. Geht doch, ey. Also wir können das Ding doch manipulieren. Funktioniert doch. Irgendwie hat das paar Mal nicht funktioniert, wo ich das probiert hatte. Alles klar. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Aber es ist traurig, dass dieser eine Spot trotzdem irgendwie nicht geht. So, wir müssen das Ding jetzt auch abfackeln, ne? Let's go. Fackel das Ding ab. Renn. Fahr zur Hölle. Glückwunsch zu deinem Sieg, Herren. Hoffentlich war er es wert, alles zu riskieren. Hast du es gehört? Ich habe nur deine Schreie und ein sterbendes Monster gehört. Vielleicht. Oder vielleicht ist das Universum viel geheimnisvoller, als ich je glaubte. Was bedeutet das, Herren? Ich verabscheue die Philosophie. Jo, das Ding lebt nicht mehr. Gott sei Dank. Aber ich verstehe nicht, warum Peter Eisesser diesen Fehler hat, dass dieser eine Spot hier nicht gezeigt wird. Weil ich habe nur 5. Und ich wäre das jetzt der 6. Spot. Komischerweise wird er nicht angezeigt. Weil auf dem Bild dieses Spots wird so gezeigt, so. Dass es so aussieht irgendwie. Wird es aber nicht. Also da ist irgendwie so ein Bug bei diesem Spot. Irgendwie komischerweise, wenn ich bei den anderen das sehe, die haben da ihren 6. Spot da, aber ich habe den Typen jetzt hier angequatscht gehabt und so und dann ist nicht freigeschaltet, komischerweise.
Tornado ist jetzt weg, der kann uns nicht mehr erfangen. Fürs Erste sind wir sicher. Aber glaub ja nicht, dass das jetzt einfacher wird. Bist du bereit für die zweite Runde mit Zorn? Ach ja, stimmt ja. Die zweite und letzte. Ich schulde ihm noch eine ordentliche. Stimmt ja, der kam ja. Den hätten wir eigentlich auch von der Liste streichen können. Aber er kam ja noch davon, der Sack. Er ist ja so gesehen die Nummer 7. Sonst wäre ja Völlerei ja der letzte gewesen. In unserer Liste. War ja auch der, der unser schönes Pferd erledigt hat. Ja, die ist voll gut, ey. Bin ich nicht die Stimme, die dich auf dieser Mission leitet? Zugeben, du bist nicht. Nach einem schicken Kampf. Weißt du, dass wir stürzen uns Hals über Kopf hinein? Du lernst schnell. Das wird ja lustig. Wie so eine Arena. Das Feature soll ja beim nächsten DLC kommen, also dieses Kolosseum halt. Also sprich DLC. Zorn macht ja natürlich alle platt. Aber irgendwie sieht er diesmal richtig krasser aus, oder? Diesmal bist du dran. Der erledigt die einfach und dann kriegt er wieder Energie. Toll. Ich hab's ja gesagt. Ich habe die Ruhe. Mhm. Cool Blade. Ist klar. Der wieder irgendwie klammern, ne? Krass aussehen, ne?
Starschild. Hulu, hulu. Warte, 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 warte. Vor dem mal nicht zu früh. Sieht aber cool aus. Ich mein, Lieblingskampfstil, Dual Blade. Kurz warten. Bisschen Cooldown. Ja. Der dann so wirft wie so ein Tomahawk, ne? Wo ist deine Wut? Wie kannst du ohne Wut sehen? Die Stase. Ziemlich gut, wie es scheint. Bin ich noch immer so scharf. Eigentlich haben wir dich. Nummer 7. Danke für deine Unterstützung. Beobachten, nicht reden. Wir lernen wohl alle etwas bei diesem kurzen Aufenthalt. Sich jetzt die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Womit kann dir dieser das, wie du willst? Oh. Womit kann dir... Bitte, lass dir Zeit. Müssen wir jetzt hin? Ja gut, das große Finale machen wir sonst morgen. Wir müssen ja zu dieser Engelsollen dahin gehen. Sei gegrüßt. Bitte, lass dir Zeit. Ja, das Finale machen wir morgen dann.
Kommt auch dann direkt an den Tag dann auch hoch, genau wie alle anderen. Nur, dass ich da noch das eine noch irgendwie schneiden werde und dann mal gucken.